Heute sehen wir uns die Altcoin Rallye an. Wann könnte diese starten? 2024? Welche Indikatoren müssen dafür sprechen? Was ist eine Altcoin Rallye? Startet die Altcoin Rallye vielleicht doch früher als gedacht? Speziell sehen wir uns auch nochmal Fetch AI und Veracity an zu Fetch AI. Werden wir auch nochmal auf den Preis schauen. Was könnte jetzt passieren in Bezug auf die Fusionierung mit Singularity Net Ocean Protocol zum ASI-Token. Sehr viel Mehrwert, lasst mir dafür sehr gerne einen Kommentar, ein Like da, und wenn du neu im Crypto-Space bist und wie immer bestens informiert werden möchtest, dann lass auch sehr, sehr gerne ein Abo da und die Glocke. Wir machen jetzt die Woche der Glocke. Sehr, sehr wenige von euch haben diese Glocke aktiviert. Also bim, bim, aktiviert die Glocke, wie gewohnt nach dem Intro. Peace. Crypto Night, Doe, Mann, ich wach über den Markt und geb Alarm, doch bekomm nicht gleich einen Herzinfarkt. Analysier den Bitcoin sowie Ethereum. Ich halte es für eine Chance, andere halten uns für dumm. Wir starten direkt rein, liebe Freunde. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wir starten mit aktiviert die Glocke. Nein, aktiviert die Glocke wirklich sehr, sehr gerne. Ich lasse euch jetzt auch mal kurz dafür Zeit. Die ist hier unter dem Video. Sehr gut. Denn nur dann bekommt ihr alle News, alle Nachrichten direkt aufs Handy und verpasst auch nichts mehr. Ist wirklich wichtig. So, genug darüber gelabert. Der Markt momentan in einer sehr ruhigen Phase, in einer Seitwärtsphase. Manche sprechen auch von der Discovery-Phase, da der Markt keine wirklichen Impulse setzt, was vielleicht auch mit dem Bitcoin-Halving zu tun hat. Und wenn nicht, ist es auch egal, denn so eine Phase ist extrem wichtig für den Markt, dass er sich auch mal zur Ruhe setzt, auch die Kursmarken korrigieren, da Unterstützungszonen bildet. Auch das ist ganz, ganz wichtig, so eine Korrektur oder Seitwärtsphase, um den Preis zu stabilisieren, um dann höhere Hochs zu bilden. Und davon bin ich fest überzeugt. Das war definitiv noch nicht alles, was der Kryptomarkt 2024, 2025 zu bieten hat. Er kühlt sich ab, das ist ganz klar. Der Fear and Greed Index auf 71 gesunken, der uns immer anzeigt, wie sind wir gerade im Markt unterwegs. Da gibt es auch 5 Indikatoren, die da mit reinsprechen. Social Media Auftritte, wie ist die allgemeine Stimmung, wie verhalten sich die Kurse, und das fließt dann alles in diesen Bitcoin Fear and Greed Index. Okay, das mal kurz am Rande. Ich muss unbedingt was trinken. Hab jetzt schon einen trockenen Mund. Goldman Sachs Analyst. Bitcoin Rally von Kleinanlegern getrieben. Institutionelle Investoren werden erst noch folgen. Seit der Freigabe der Bitcoin ETFs, und wir sprechen nur von den Bitcoin ETFs, die Ethereum ETFs werden definitiv folgen, und dann wird das ähnliche Hypes auslösen. Aber das am Rande. In den USA konnten sich die Kurse, ich hoffe, diese in den USA hat jetzt gepasst zu dem, was ich vorher gelesen habe, konnten sich die Kurse der Kryptowährung nicht nur aus den Fängen des Kryptowinters entziehen, sondern auch ein neues Rekordhoch markieren. Das ist ja auch besonders, dass Bitcoin vor dem Halving ein neues ATH geschrieben hat. Aber das hatte ich gestern im Video thematisiert. Nach Ansicht von Goldman Sachs-Experten Matthew McDermott ist das Ende der Fahnenstange noch längst nicht erreicht. Und ich sehe das auch so. Der Bitcoin Spot ETF wird definitiv auch irgendwann hochgeladen, zugelassen, und die institutionellen Anleger mit Ausrollen des Bitcoin-ETFs in verschiedenen Ländern. Das kommt alles noch, davon bin ich fest überzeugt. Das sehen wir hier. Bislang vor allem sind nur Kleinanleger für diese Kursexplosion laut McDermott verantwortlich. Diese Preisexplosion, die wir beim Bitcoin hatten, dies soll sich aber bald ändern. Wie gesagt, dieser Kurswachstum von Bitcoin, von Kleinanlegern getrieben, sagt der Experte. Es sind die Institutionen, oder besser gesagt die institutionellen Anleger, die jetzt langsam in den Markt kommen. Das Ganze ist nur ein Vorgeschmack, sagt er. Man merkt, dass sich der Geschmack der Anleger deutlich verändert, und wir werden uns im Zuge dessen in den nächsten Wochen und Monaten auf extreme Kurszuwächse gefasst machen müssen. Hoffen wir mal, seine Worte in unserem Gehörgang. Wir nageln ihn mal darauf fest. Aber ich bin davon überzeugt, das war definitiv noch nicht alles. Und diese Rallye oder dieser Bullrun, der da auf uns zukommt, wird wirklich krass. Altcoin Rallye, darum könnte es sehr zeitnah losgehen. Warum eine Altcoin Rallye kurz bevorstehen könnte,
woran wir sie erkennen und welche Coins als erstes davon profitieren. Natürlich hat BTC Echo das hier gebannt und man muss da zahlen dafür. Aber ich sage euch das auch so. Von einer Altcoin-Rallye spricht man dann, wenn alles steigt außer Bitcoin. Wenn die Dominanz des Bitcoins abnimmt und das Geld von oben nach unten umgeschichtet wird, wenn man mit Bitcoin nicht mehr so die Renditen erzielen kann, wenn man dann umschichten möchte in Ethereum, in Cardano. Deswegen bin ich auch überzeugt, dass die größeren Altcoins steigen werden. Was mit XRP ist, werden wir mal sehen. Aber gerade auch Fetch AI, Veracity und noch viele, viele kleine Small Caps, Micro Caps, die ich hier behandle, werden dann exponentiell steigen. Und das sind wir definitiv noch gar nicht gewesen. Vielleicht mal ganz kurz, aber auch das ist Zeithorizont technisch noch nicht alles gewesen. Die Altcoin Rally steht definitiv noch bevor. Die Leute schichten dann um in kleine Projekte, um dort mehr Renditen, mehr Profite zu erzielen. Und da gilt es, diese im Auge zu behalten. Checkt dazu sehr, sehr gerne meinen Kanal ab. Ich spreche hier eigentlich fast nur über diese Kryptowährung, die uns da noch so viele Prozente in die Portfolios spülen werden. Hoffentlich natürlich. Auch ich bin kein Finanzanlageberater, liege auch ab und zu mal daneben. Do your own research, hätten wir das auch abgehakt. Hier haben wir den Altcoin Season Index, auch den kann man sich immer mal mit ranziehen. Und wir sind bei 47, it's not Altcoin Season. Also definitiv sind wir da noch nicht. Wir waren mal in diesen Bereichen, aber das viel zu kurz. Viel, viel zu kurz und auch die Dominanz des Bitcoins hat in diesem Bereich definitiv nicht abgenommen. Deswegen, wie gesagt, wir waren dort noch nicht. Wenn wir uns das Ganze mal mit 2021 hier vorne vergleichen, hat sich die Altcoin-Season über mehrere Monate gezogen. Also deswegen bleibe ich da noch absolut entspannt, was das angeht. Und dann sehen wir uns mal Fetch AI an, speziell Analyse, wie geht es weiter mit dem Kurs nach dem All-Time-High, wie geht es weiter. Momentan flacht die ganze Sache ein bisschen ab um Fetch AI. Natürlich, das kann auch mit der Fusionierung der beiden Altcoins Ocean Protocol und Singularity Net zusammenhängen, dass da die Anleger jetzt erstmal abwarten. Die Marktspitze wurde mit jüngsten Korrektur bestätigt, allerdings sind 93% der Leute im Plus auf Fetch AI und das laut diesem Analysten kann das nicht so sein. Nach einem bemerkenswerten Anstieg verzeichnet der Kurs von Fetch AI einen gewissen Drawdown, bis sich der Markt abkühlt. Dies war ein erwarteter Rückgang, da fast 98% des gesamten zirkulierenden Angebots in den Gewinnen saß. Wenn immer mehr als 95% des Angebots Gewinn aufweisen, bildet sich ein Markttop. Ein Markthoch bezeichnet das Hoch eines Marktzyklus und deutet auf eine mögliche Umkehr oder Korrektur in naher Zukunft hin. Dies hat sich bei der jüngsten Korrektur bestätigt. Also wir sind da echt gespannt, aber definitiv langfristig bin ich bullish. Auch mit diesem Zusammenschluss der KI-Kryptowährung, da kommen natürlich viele Fragen auf. Haut die auch gerne in die Kommentare. Ich versuche die zu beantworten, wenn ihr da irgendwie unsicher seid, was ihr mit euren Token machen sollt, wie ihr euch verhalten sollt. Fragt gerne oder kommt auch in unsere Telegram-Gruppe. Was mich aber bullish macht bei Fetch, ist einmal, dass Fetch natürlich Fetch AI ist und dass das Gesamtangebot von 1,5 Millionen Token begrenzt ist, was deflationär definitiv gute Eigenschaften hat, davon im Umlauf schon über 1 Million. Also liebe Freunde, auch zukunftsorientiert bin ich bei Fetch unterwegs. Ich werde natürlich Gewinne realisieren. Selbstverständlich, wo das preistechnisch ungefähr passieren wird, gehen wir gleich drauf ein. Aber ich lasse auch einen gewissen Bag, einen gewissen Stack, nennt wie ihr es wollt, weiter laufen. Mindestens von der Gesamtsumme, die ich dann habe, wo ich anfange abzuverkaufen, ein Drittel davon. Aber da muss jeder so seine Strategie finden. Denn nachher ärgerst du dich, dass du alle verkauft hast. Also ein bisschen was lasse ich auf jeden Fall laufen. Fetch AI, okay. Warum soll Fetch AI nicht 10 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung erreichen, nicht 20 Milliarden Dollar? Warum soll Fetch AI mit so einem Mehrwert, mit so einem Zusammenschluss gerade im Thema KI nicht eine Marktkapitalisierung wie ein Memecoin erreichen? Wo ist da der Grund auch, wie Shiba Inu mit 16 Milliarden
Oder sagen wir, was hatte ich hier unten noch? Sagen wir die 10 Milliarden von Polygon und wir geben das Ganze mal ein und vergleichen das. Polygon hat 10 Milliarden, dann würde Fetch AI nochmal um 197% wachsen auf 8,13 $. Und wenn wir sagen, er erreicht die Marktkapitalisierung vom Dogecoin, dann sind wir sogar bei 25 Dollar. Das halte ich jetzt für ein bisschen krass, aber dass er die 10 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung erreicht, absolut realistisch, meiner Meinung nach. Das wäre ein Kurs von knapp 10 Dollar. Warum nicht? Und ich glaube, dass Fetch auch längerfristig da noch mehr erreichen kann. Okay, auch die Abstimmung zur Allianz des ASI-Token läuft gerade. Also in den nächsten Tagen, ich glaube am 7. April, 10. April, wird das Ganze dann verkündet. Ich halte euch hier up to date. Auch auf IT Boldwise, das Nummer 1 Fachmagazin in Deutschland mit Fokus auf künstlicher Intelligenz und Robotik, wie es hier heißt, hat sich der Thematik Fetch AI und der Fusion gewidmet. Also ihr merkt es auch, die ganze Sache macht Welle im Kryptobereich. Und was passt besser zu KI als Kryptowährung? Also ich glaube, das kann wirklich was ganz, ganz Großes werden. Gehen wir auf Veracity ein, da kamen auch viele Fragen auf. Geh mal auf Veracity ein. Jetzt gehe ich auf Veracity ein, weil die ganze Sache momentan echt nicht gut aussieht. Wenn wir uns hier den Monatsverlauf ansehen, hat Veracity um 50% korrigiert. Was habe ich gemacht? Ich habe nachgekauft. Natürlich für meine Verhältnisse jetzt nicht wirklich viel oder wenig. Ja, das muss im Endeffekt jeder für sich entscheiden, weil ich auch da überzeugt bin. Auch einige aus der Community vergleichen das Ganze mit WeChain, natürlich der Use Case meiner Meinung nach völlig anders, aber sie sagen, es wird genauso ein Rohrkrepierer wie WeChain. Ich bin da immer noch etwas bullischer unterwegs, gebe der ganzen Sache zumindest Props bis zum Bullrun, dann müssen Sachen für mich auch performen, ob Use Case, ob Anwendung oder nicht. Wer dann nicht mitzieht, der ist auch irgendwann mal raus und hat auch meine Gunst verspielt. Okay, das dazu. Also ich bin weiterhin optimistisch, was Veracity angeht, Fetch AI sowieso. Gehen wir noch schnell auf Doge 20 ein oder Dogecoin 20. Da sind auch viele von euch investiert. Auch dazu soll ich noch mal etwas sagen. Das ist ein sehr, sehr neuer Meme-Coin, der eine 2.0-Version vom Dogecoin sein möchte. Natürlich, Dogecoin bleibt Dogecoin. Er ist ein Meme-Coin. Und die Meme-Coins sprießen ja momentan auch überall aus allen Ecken. Was mir hier nicht ganz so gefällt, ist, dass das Ganze auf Ethereum basiert. Natürlich dann auf Proof of Stake, ist auf jeden Fall sehr, sehr fortschrittlich. Aber die Ethereum-Chain, wie ihr wisst, äußerst teuer. Was ich noch vergessen habe zu sagen, das Tokenangebot ist hier begrenzt bei Doge 20, was auf jeden Fall deflationäre Eigenschaften haben kann. Das Ganze läuft noch im Presale 16 Tage. Also auch da könnt ihr buy now eingeben, eure MetaMask Wallet damit verbinden. Aber wie gesagt, das Ganze läuft über Ethereum. Von daher ist jetzt nur eine Anmerkung, wenn ihr da investieren möchtet, vielleicht nicht mit 50 oder 100 Dollar, weil dann die Gas-Fees quasi schon fast ein Drittel bestimmt eures Investments betragen. Also der macht da auf jeden Fall momentan sehr große Wellen. Und was ich immer noch so sehr, sehr gerne mir ansehe, ist die Sprachen, die hier an der Seite zur Verfügung stehen. Dann seht ihr auch, wo die ganze Sache ausgerollt wird oder auch vermarktet wird. Und das ist nun mal so. Community-getrieben sind Meme-Coins nun mal. Und bulgarisch, chinesisch, traditionell, tschechisch, da seht ihr tschechisch, da seht ihr, wo das Ganze auch vermarktet wird. Und das kann natürlich nochmal zu einem Hype auf jeden Fall beitragen. Das Ganze könnt ihr auch staken. Seht es euch gerne mal an. Lasst mir, wie gesagt, sehr gerne einen Kommentar da. Sehr gerne zu Fetch AI auch Fragen, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder zu Veracity, zur Altcoin Season. Alles in die Kommentare oder in unsere Telegram-Gruppe. Das ist eine der Telegram-Gruppen, die extremen Zuwachs hat. Auch das sehr, sehr geil. Ansonsten Kommentar, haut den Like-Button durch die Decke und richtig die Glocke nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Peace. Lass ein Like und auch ein Kommentar. Lass meine Glocke klingeln, so wie bei einem YouTube-Star. Crypto Night Doll, für euch bin ich nachtaktiv. Bleib up to date, denn jeden Tag geht etwas schief.